So, Hallihallöchen, heute mal eine ganz andere Kulisse. Wir sind jetzt hier in Fack am See losgelaufen oben, direkt am Berg und sind jetzt hier in so einem kleinen Feriendorf gelandet. Machen gerade noch nach unserer leckeren Pizza einen Ausflug mit dem Hund zusammen. Und das haben sie uns jetzt gezeigt. Das ist ja so fantastisch. Da haben wohl die Vorbesitzer von diesen Dörfchen in den Dörfern hier in Österreich so alte Häuser abgetragen. Deshalb, es sieht hier auch jedes anders aus. Und haben das hier so als Dorf aufgebaut. Das war wohl früher von TUI. Und das hat jetzt eine gekauft, die das jetzt weiter betreibt. Hier wird wohl jede Woche Brot gebacken. Unten zeige ich auch euch gleich nochmal diesen Brotbackofen. Hier ist ein Freibad mit drin. Hier kann man auch im Winter dann gut Skifahren. Jetzt im Sommer ist es natürlich auch im Betrieb direkt am See, also der See ist dann hinter mir. Und wie ihr seht, jedes Häuschen anders. Hier, das ist das einzig Moderne hier mit dabei. Das Schwimmbad und hinten das Freibad sozusagen. Also so herrlich, so was Schönes. Auch ganz groß unten die Gaststätte, da oben die Berge. Also ist doch traumhaft schön, oder? Jetzt zeige ich euch das nochmal. Also voll nett. Mann, was es alles gibt. Irre. Komm gleich, 2 Sekunden. So, jetzt zeige ich euch das trotzdem nochmal, obwohl alle in die andere Richtung gegangen sind. Hier oben ist dann genau das Schwimmbad, das geschlossen ist, was dann natürlich im Winter genutzt wird. Und hier unten ist dann auch nochmal so, wie so ein kleiner Innenhof, wie so eine, kann man halt wirklich wie so ein kleines Dorf mit mehreren Gaststätten, dabei gehört das alles zusammen. Und dann noch dieser Brotbackofen, toll. Einfach die Häuser auch so schön. Hier so leise, deshalb muss ich so leise sprechen. Also eins anders als das andere. Herrlich. So, da unten, das zeige ich euch noch schnell. Traumhaft. Ganz große, oben wandern eher kleinere Häuschen. Na gut, je nachdem, wie viel Platz die Familien auch brauchen. Alle mit Kachelofen drin. Also es sieht auch total gemütlich drin aus. Wahnsinn, so gepflegt auch alles. Toll. So, und da unten halt wie so ein kleiner Marktplatz. Die Gastronomie und dann eben auch dieser große Backofen. Herrlich. Mein Gott, das Bild ist auch so schlecht. So ist besser, wenn ich mit beiden Händen festhalte. Schön. Einfach schön. Also wer Lust hat, hier in Österreich Urlaub zu machen, mit Family, ist hier definitiv auch wahrscheinlich mit den Schwiegereltern und mit den eigenen Eltern gut aufgehoben. Ist doch nett. Ist doch einfach süß. Also dann, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Video.